Was ist passiert? Es war der 21. Oktober des Jahres 2015. Ich hatte meine Abschlussarbeit gerade hinter mir und alles war bestens. Ihre Master- oder Ihre Doktorarbeit? Meine Masterarbeit. Und es war der Tag vor Tasua und Sie wissen bestimmt, dass vor Tasua und Ashura Bustickets schwer zu bekommen sind. Ich vergaß allerdings, mich anzuschnallen. Ständig strich sich der Busfahrer mit seiner Hand über das Gesicht, damit er nicht einschläft. Ja, im Nachhinein fand ich heraus, dass das alle Fahrer machen, wenn sie schläfrig werden. Dann bemerkte ich, dass der Fahrer zwar sehr müde den Bus steuerte, aber ganz achtsam nach vorne schaute. Ich sah noch, wie der Bus aus der Spur kam und seitlich auf den vor uns fahrenden LKW, der Steine transportierte, auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Bus erstmal vorne zerstört, doch es ging weiter und man hörte nur noch, wie Stangen zerbrachen. Und dann sah ich, wie er wie eine Sahnetorte bis zur Mitte gespalten wurde. Und während ich verblüfft zusah, begann der Fahrer zu bremsen. Ich fühlte plötzlich einen heftigen Ruck und stieg daraufhin auf. Ich stieg auf und einen Moment war es so, als würde Zeit, Raum und einfach alles stillstehen. Und meine Intelligenz wurde zu einer Superintelligenz. Was ich da alles so sah, wow! Welche Reaktion derjenige zeigte, der neben mir saß, dann eine Frau, sie saß auf Sitz Nummer 6, einem Einzelsitz. Sie schrie entsetzlich. Also alle Leute schrien. Und all diese Schreie erfolgten in Zeitlupe, wobei man mir die Wahl ließ, das zu sehen, was ich sehen wollte. Meine Superintelligenz nahm auch all ihre inneren Gefühle wahr. Auch Äußerliches und die Worte, als wären sie für gerade dieses Ereignis ausgewählt worden. Der Busfahrer war ausgestiegen, ein anderer telefonierte. Alles, schauen Sie, der Ton der Handys, Ihre inneren Gefühle, Ihre äußerlich sichtbaren Gefühle. Ihre Worte war genauso, als würde ich jene Person sein. Mir Ihre Gefühlswahrnehmungen völlig bewusst waren. Von jedem Einzelnen. Ich sah, wie Sie Nummern in Ihre Handys eingaben und fühlte, was Sie fühlten. Der Fahrer rief den Krankenwagen herbei und dachte darüber nach, was er für einen Fehler gemacht hatte, fragte sich, was soll ich jetzt tun? Sie werden bestimmt Beschwerde einreichen, mein Bus. Und die Handynummer, wie sahen Sie diese? Es waren ja viele Leute anwesend, die ja alle dabei waren, anzurufen. Schauen Sie, alle Autokennzeichen. Die Telefonnummern, die Sie wählten. Die Telefonnummer jeder einzelnen Person. Und sogar warum gerade diese Telefonnummer dieser Person zugewiesen wurde, konnte ich erkennen und verstehen. All diese Dinge nahm ich wahr. Also die Telefonnummer einer jeden Person wurde dieser aus bestimmten Gründen zugewiesen? Alles hier besitzt eine Art Philosophie. Ja, ich verstand und beherrschte sie. Ich meinte die Gründe. Mir war der Grund bewusst. Ich akzeptierte ihn und mochte es sogar. Wurde diese Akzeptanz ihrerseits nicht von Verwunderung begleitet? Völlig normal. Es war eine göttliche Ordnung. Sie sahen nur die Nummern, die sie wählten, oder auch die, die in den Telefonlisten gespeichert waren? Ich verstand, weshalb sich manche von ihnen in ihrem Freundeskreis befanden und sogar, was diese so machten. Das heißt, sie kannten auch ihre gespeicherten Telefonnummern? Ich kannte mich im Beziehungsnetzwerk jeder Person gut aus, warum sie zurzeit mit diesem oder jenem befreundet waren, weshalb der Name einer Person auf dieser Telefonliste steht, was das für eine Beziehung war, wie sie entstand, welches Ziel sie hatte und wie sie enden würde. Also die Tiefe ihres Einflusses auf das Handy einer Person bezog sich nicht nur auf die Nummer, die sie wählte, sondern auch darauf, welches Beziehungsnetzwerk sich hinter ihrer Telefonliste verbarg. Und warum diese Beziehungen und Freundschaften überhaupt existierten. Genau, aber dieses Wissen kann man nicht hier mitnehmen. Aber ich kann mich an das Allgemeine erinnern. Auf einmal erschien ein sehr spezielles, energiereiches, reines, pures Licht. Wie soll ich es sagen? Ein unglaublich liebenswertes Wesen. Ich nenne es mal einen Schutzengel. Kam zu mir, nahm meinen Kopf in seine Hand, woraufhin
ich für einen Moment das Gesicht und seine Hände sehen konnte. Sein Gesicht nur sehr kurz, aber seine Hände umso länger. Er umarmte mich und ich fand völlige Ruhe. Es war ein einzigartiges Gefühl. Es gab ihn nur sehr intensiv. Schauen Sie, wenn Sie sich im Jenseits befinden, kein Geschlecht, keinen Hunger, keinen Durst, also keine Bedürfnisse haben, ist dies ohnehin schon der Höhepunkt von Genuss. Aber ja, es ist da auch ein gewisses Unbehagen. Man fragt sich, und jetzt? Diese intensive Ruhe gab einem auch eine intensive, positive Energie. Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich kann diesen Zustand einfach nicht in Worte fassen. Wenn Sie sich beispielsweise etwas von ganzem Herzen wünschen, also sehr tiefgehende Wünsche und Bedürfnisse haben, vermische sie miteinander und multipliziere diese mit 10.000. Trotzdem wird es nicht ein Milliardstel jenes Gefühls ausmachen. Es entstand der Wunsch, mit ihm eins zu werden. Keine Worte können es richtig beschreiben. Er nahm also meinen Kopf und legte ihn auf seine Knie und sagte mir dann drei Sachen. Hast du gesehen, dass alles nur ein Spiel war? Ich schaute ihn an und plötzlich spielte sich mein ganzes Leben vor mir ab. Ich sagte, ja. Dann fragte er, hat es sich gelohnt? Ich musste also das ganze Leben noch einmal durchgehen. Und eine schreckliche Trauer, die ich selbst in meinen schlimmsten Zeiten nicht erlebt hatte, überkam mich. Es war schrecklich, dieser Trauer schien mich zu ersticken. Dann erwiderte ich ihm, nein, siehst du, nur deine Güte bleibt. Siehst du, nur deine Güte bleibt. Er sagte zu mir, komm, wir gehen. Dieses Wesen war dermaßen vertrauenswürdig und liebenswert, dass sie nicht einmal fragten, wohin. Ich hatte ein Zimmer in der Behbudi-Gegend. Ich nannte es das Niavaran-Schloss. Sie hatten dem Zimmer einen Namen gegeben. Ja, da ich es sehr mochte, also es war eine weltliche Vorliebe. Ja, eine oberflächliche Vorliebe, man könnte sogar sagen eine lächerliche. Er sagte, hier ist ein Niavaran-Schloss. Ich sah ein Zimmer gebaut aus Eisen, Gips und Ziegeln. Ich sah alles in Schichten übereinander. Und ich verstand sogar, weshalb welcher Ziegel hier und da platziert worden war. Wer den Gips verwendet hatte und warum und auch warum ich mich eine Zeit lang hier aufhalten musste. Er sagte, komm, ich zeige dir auch etwas anderes. Gut, also gehen wir. Hier ist ein erstklassiger Mercedes-Benz. Ich hatte immer eine Vorliebe für dieses Auto gehabt. Als er mir sagte, hier ist ein erstklassiger Mercedes, da sagte ich, ach, das ist doch nur ein Stück Eisen, etwas Leder und Holz. Ich hatte diesem Wert gegeben. Es ist vergänglich. Dann sagte der Schutzengel, komm, und ich ging mit. Wir kamen zu meiner Leiche. Er sagte, leg dich hinein. Ich sagte ihm, bevor du kamst, habe ich es dreimal versucht, aber es geht nicht. Er sagte, ich sage dir, lege dich hin. Nochmal sagte er, leg dich hinein, und wieder erwiderte ich habe es schon versucht. Nochmal sagte er, leg dich in deinen Körper. Ich legte mich also hinein und plötzlich war es, als bekäme ich einen Stromschlag und wurde sehr schwer. Es war, als hätte man mir bleiernde Kleidung angezogen. Mein Schutzengel entfernte sich mit einem Lächeln. Und während ich so da lag, schaute ich auf meine Hände. Sie waren fast schwarz geworden. Meine Hände waren auch stark angeschwollen, ich konnte sie kaum bewegen. Erinnerten Sie sich danach noch an die Trennung Ihrer Seele von Ihrem Körper? An alles, ich war immer noch super intelligent. Da sah ich, wie eine Gestalt mit einem Gewand erschien. Mit einem sehr positiv blickenden Gesicht, voller Energie und Freude und vor allem sehr vertrauenswürdig und mit einer einzigartigen Erhabenheit. In dem Moment wurde mir in mein Herz eingegeben, dass es der Todesengel ist und mir wurde bewusst, weshalb Gott sagt, ich schicke euch den Todesengel,
weil er besonders ist. Dieses Wesen war wirklich einzigartig und so liebenswert. Kennen Sie das? Man sieht eine Person und alle Sorgen verfliegen? Genauso war es. Der Todesengel kam, näherte sich mir. In dem Moment dachte ich an meinen Vater. Dann wurde mir gezeigt, dass dies und jenes nach meinem Tod mit ihm passieren wird. Ich sagte meine Mutter. Als ich das sagte, sah ich, wie ihre Haare weiß wurden, sie all ihre Fähigkeiten verlor. Und das war für mich sehr hart. Nichts war mir mehr wichtig in diesem Moment. Nichts. Als ich gesehen hatte, was meine Mutter erwarten würde, durchfuhr mich ein großer, tiefgehender Schrecken. Die Trauer ihrer Mutter und das Weißwerden ihrer Haare, war es das, wenn sie gestorben wären? Ja, wenn ich gestorben wäre, wären ihr diese und noch andere Dinge widerfahren. Ich begann zu schreien, Mutter, meine Mutter. Ich schrie laut, aber es war meine Seele, die schrie. Dann sah ich, wie als würde der Himmel sich öffnen. Ein Licht oder so etwas wie einen Kanal und eine Stimme, die mir bekannt vorkam, sagte, lasst ihn. Lasst ihn los. Als die Stimme dieses sagte, schaute mich der Todesengel, der ganz nah an mich herangetreten war, an. Er lächelte. Sein Lächeln zeigte Unverständnis. Dann kehrte er zurück. Sobald er weg war, legte ich mich gänzlich in meinen Körper hinein, bekam Kontrolle über ihn und schrie diesmal laut und mit Stimme, Mutter, Mutter. Der Busfahrer und die Passagiere, die vorne gesessen hatten, sagten, hey, der Mann da vorne war doch tot. Als sie aus ihrem Körper traten, also ihre Seele außerhalb ihres Körpers war, sahen sie die Umgebung rundherum oder nur den gegenüberliegenden Punkt? Mussten sie, um eine Sache sehen zu können, ihren Kopf in die entsprechende Richtung drehen? Nein, es war wie eine 360-Grad-Beherrschung. Alle Teile und Gegenstände dominierten dabei. Was für ein Gefühl hatten sie bezüglich ihres Körpers? Es war einerseits ein Mögen, weil du weißt, dass ein Teil dessen, was du erreichen wolltest, durch ihn möglich war. Und einmal Abscheu, weil du mit ihm der Wahrheit, der essentiellen Wahrheit deines Körpers begegnest. Sie sagten, als sie an die Scheibe stießen, erfolgte ein Stillstand von Zeit und Raum. Diesen Stillstand der Zeit und des Raumes, erstens verstehe ich nicht, was Stillstand des Raumes bedeutet. Als sie zu ihrem Körper zurückkehrten, war da die Zeit wieder da und wie lange dauerte es, bis sie wieder aktiv waren? Zeit und Raum sind Begriffe, die in Verbindung mit unserem Körper Gestalt annehmen. Um 6 Uhr morgens ist die Sonne an einer Stelle, um 12 Uhr mittags an einer anderen und um 6 Uhr nachmittags wieder an einer anderen Stelle. Und so entsteht in unserem Kopf der Begriff der Zeit. Aber an einem Ort ohne Sonne und Erde hat die Zeit keine Bedeutung und es gibt ja auch keinen Körper. In Bezug auf den Raum, sie befinden sich jetzt mir gegenüber in einer Distanz von 2 Metern und sind an einem anderen Platz als ich. Aber wenn sie in eine andere Lebensgrundlage eintreten, die aus Licht, Liebe und Befreiung besteht, würde der Begriff Raum sie einschränken und ebenso ist es mit der Zeit. Dort ist alles Befreiung, Freiheit. Und nach diesem Erlebnis, was bedeutet für sie der Tod? Ich liebe ihn. Sie haben sich in den Tod verliebt? Weil ich weiß, mit dem Ende des irdischen Lebens werden viele Schmerzen, Probleme und Hindernisse auch ein Ende nehmen. Aber ich bin eben hier, um Wachstum zu erfahren. Deshalb darf ich mir auch nicht das Leben nehmen und versuchen, durch eigene Hand den Tod zu erlangen. Nein, der Tod liegt allein in Gottes Hand und er entscheidet, wann er eintreffen soll. Wie sehen Sie nun Ihr Leben nach diesem Erlebnis? Das Leben hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Für mich zählt jetzt, wie ich das Herz eines Menschen gewinnen kann, mitzuwirken, ihnen bezüglich ihres Essens und ihrer Kleidung zu helfen,
Das sind die wirklich wichtigen Werte. Familie ist ein großer Wert. Bei der Erziehung eines Kindes mitzuwirken ist ein Wert. Den Pflanzen Wasser zu geben ist auch ein großer Wert. Sich um Tiere zu kümmern, also alles Dinge, die uns stets klein erscheinen. Damals hielt ich all diese Dinge für unwichtig. Ich wusste nicht, dass wenn ich einer Pflanze Wasser gebe, dies ein so großer Wert ist, dass sich die ganze Welt dafür bei mir bedankt.